Die Sommerzeit ist auch die Zeit der Zecken und viele Menschen haben auch eine sehr große Angst, von Zecken gebissen zu werden, unter anderem durch die Krankheiten wie Borreliose oder Hirnhautentzündungen. Und ich möchte einfach in dem Video mal kurz auch dieses Thema Zecken ansprechen, auch in Verbundenheit mit der Rohkost, was hinter diesen Krankheiten steht und warum sie jetzt zum Beispiel an uns Menschen gehen und auch unser Blut abzapfen. Und wie gesagt, das ist wieder auch wieder meine Sichtweise, meine Erfahrungen, die sich über mehrere Jahre auch bestätigt hat. Das werde ich euch natürlich auch in dem folgenden Video auch erzählen, meine Erfahrungen. Und das ist auch wieder hier, wie gesagt, meine Sichtweise. Ist keine Empfehlung, dass ihr es nachmachen sollt. Ihr könnt mit dem, was ihr wollt, könnt euch selbst eine Meinung daraus bilden. Aber wie gesagt, ich möchte einfach hier meine Erfahrungen mit euch teilen, dass ihr eine andere Sichtweise zu dem Thema bekommt. Viele Menschen glauben ja, dass dieser Parasit bewusst im hohen Gras auf seinem Beute lauert, wie zum Beispiel dem Menschen oder dem Hund. Und wenn dieser mal vorbeikommt, dass er dann rasch drauf springt, sich eine geeignete Stelle sucht, sich damit Blut vollsaugt und dann auch seinen Wirten mit irgendeiner Krankheit nochmal zusätzlich, ja, sagen wir mal, als Geschenk da lässt, dass er vielleicht noch irgendwelche Folgeschäden daraus bekommt. Und diesen Glaubenssatz hatte ich auch sehr lange, bis ich dann mit der Rohkost angefangen habe und dann auch letztes Jahr was sehr Interessantes festgestellt habe. Und zwar bei mir im Schrebergarten, im Naturgarten ist meistens recht hohes Gras, ist natürlich auch sehr abgelegen dort im Waldrand, Waldnähe, ein recht regelrechter Naturgarten. Und da ist es mir dann auch passiert, wo ich mich dann um meine Jungpflanzen dort gekümmert habe, dass ich mir jeden Tag irgendwo eine Zecke eingefangen habe. Manchmal habe ich die erst 3 Tage später gemerkt, dann war sie auch so groß. Dann habe ich sie mal mit der Hand einfach rausgerissen, dann sind mir auch Reste übrig geblieben. Also eigentlich alles das, was man nicht machen sollte bei einem Zecken, bis lange warten und die einfach rausreißen, dass da irgendwas, welche Stücke drin bleiben. Weil man dann meint, irgendwelche Krankheitserreger würden damit ins Blut reinkommen. Und das ging dann mehrere Wochen. Also ich hatte für mindestens 2 Wochen jeden Tag irgendwo eine Zecke. Hatte letztens jetzt auch vor 3 Tagen, wo ich hier dieses Video aufnehme, einen Zeckenstich am Rücken. Habe ich dann auch erst später gemerkt. Und das Interessante ist, egal wie lange die dran war, egal wie blöd ich mich eigentlich angestellt habe, also auch einfach rausgerissen zum Beispiel. Ich habe nie eine Wanderröte bekommen, habe nie irgendwelche gesundheitlichen Probleme auch damit bekommen, dass halt die Zecke so lange bei mir Blut gesaugt hat. Auch sehr interessant ist, dass ich dann die Zecken auch beobachtet habe, wie sie auf meinem Körper rumgelaufen sind. Und das ist auch wie bei Mücken so, die suchen sich eine bewusste Stelle aus. Also zum Beispiel meine Mama hat mir gesagt, sie suchen sich eine weiche Stelle aus, wo sie dann schön reinstechen können. Und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich stimmt, weil ich habe dann einfach gemerkt, dass die Zecken einfach die ganze Zeit lange auf beim Körper rumlaufen und sich vielleicht dann da auch eine Stelle aussuchen. Das ist jetzt meine Theorie, da wo sie halt am meisten Gifte rausziehen können. Also solche Parasiten wie zum Beispiel Zecken, Mücken und sowas, die saugen ja nicht ohne Grund Blut. Die saugen ja Blut, sagen wir mal, gibt ja auch eine Blutegel. Reinigung, also um sein Blut zu säubern, und das sehe ich bei Zecken und auch bei Mücken genau das gleiche. Also die sind einfach nur dazu da, um halt das Blut zu reinigen. Das heißt wiederum, dass wir aufgrund unserer Lebensweise, weil die meisten einfach übersäuert sind, Kochkost essen, einfach allgemein zu viel essen, eine unnatürliche Lebensweise haben und der Körper einfach degeneriert ist, dass der Körper sich dadurch von außen Hilfe sucht. Er holt sich von außen einen Wirten, einen Symbionten, der ihn dabei unterstützt, diese Fehler, sage ich mal, oder diese Vergiftung aus dem Körper zu bekommen. Und ich habe ja auch schon ein Video zu den Krankheiten gemacht, werde ich euch oben in der Videobeschreibung verlinken, was es ja eigentlich ist. Ist ja nichts, im Grunde einfach nur eine Reinigung, eine Entgiftung. Und dieses ganze Borreliose oder diese Entzündungen kommen ja einfach nur dadurch, dass wir in einem sauren Milieu sind. Das heißt, Krankheiten entstehen einfach nur in einem sauren Milieu. Und das ist einfach ein Reinigungsprozess vom Körper. Und das ist halt dann auch mit den Zecken zum Beispiel, wenn sie Borrelien, diese Bakterien mit in den Körper bringen. Bakterien, wenn der Körper übersäuert sind, übernehmen dann einfach Reinigungsaufgaben,
tun einfach Stoffe auflösen, damit der Körper sich reinigt. Es gibt auch ein schönes Video, was ich gesehen habe, dass wenn der Körper basisch ist, dann werden diese Bakterien zu Zellen, weil sie dann sich einfach den Organismus unterordnen, machen Pflanzen zum Beispiel auch, dass sie Bakterien aufnehmen und sie in ihre Zelle mit einbauen. Die gehen einfach in eine Symbiose ein. Wenn der Körper dann übersäuert ist, dann wandeln sich diese Bakterien wieder um und versuchen dann diesen Müll, den wir aufgenommen haben, wieder zu beseitigen. Nochmal kurz eingeworfen mit dieser Unterbrechung. Wenn ihr noch dem Video keinen Daumen nach oben gegeben habt, würde ich das sehr begrüßen. Natürlich auch den Kanal abonnieren und dabei noch auf die Glocke drücken. Ist beides kostenlos, sind nur 2 Klicks. Und auch natürlich dieses Projekt, meine Videos in Social Media Plattformen verbreiten, Freunden, eure Eltern, eure Katze, keine Ahnung, allen erzählen, damit ich einfach eine zusätzliche Unterstützung habe. Ich bin auf euch angewiesen, damit das Projekt weiter wächst und damit der YouTube-Algorithmus auch meine Videos verbreitet. Auch bei diesem Thema kann ich nur wärmstens empfehlen, sich mal mit der schleimfreien Heilkost zu beschäftigen, mit der veganen Rohkost. Ich biete auch dafür zum Beispiel Coachings an, habe da schon einige Videos gemacht, weil ich vielleicht unten auch in der Videobeschreibung einerseits meine Webseite verlinken mit den entsprechenden Coaching, wenn ihr da Hilfe braucht, wenn ihr da noch nicht so erfahren seid und auch meine Videos, dann könnt ihr nochmal weitere Themen nachschauen. Und das ist für mich einfach das Nachhaltigste, um halt die Zecken zu begegnen, einfach seinen Körper auch zu reinigen. Und auch hier, wie zum Beispiel bei diesem Sonnenbrandvideo, was ich gemacht habe, Zecken, Mücken und so, sind einfach nur ein Signal dafür, dass mit unserem Körper noch nicht alles optimal ist, dass etwas nicht stimmt und wir nochmal etwas weiter optimieren können. Und da auch wieder, dass man sich nicht so viel Angst und Panik macht, weil das übersäuert den Körper natürlich auch. Man programmiert sich auch wieder selber, man tut dann auch diese natürlichen Programme bzw. diese Konflikte zusätzlich mit meinem Körper belasten. Und die sollte man vielleicht auch auflösen, damit man halt einen Schritt in Richtung Gesundheit machen. Also man sollte auch diese Angst etwas aufgeben, sich auch nicht von den anderen so stark leiten lassen, weil bei uns in der westlichen Gesellschaft, da, wenn man dann ganz genau hinschaut, wie gesund die Leute sind und dann solche Sachen, zum Beispiel über Zecken, da Aussagen, muss man dann selbst entscheiden, wie man drauf ansprechen möchte. Wie gesagt, das sind jetzt einfach nur meine Erfahrungen. Ich habe auch meine Geschichte dazu erzählt und wie gesagt, ich empfehle es jetzt, sagen wir mal, wie ich da vorgehen würde. Ich würde das jetzt nicht jemandem so empfehlen. Muss jeder selbst für sich entscheiden. Jeder ist selbst für seine Gesundheit verantwortlich. Ihr könnt es machen, ihr könnt es nicht machen. Da auch wieder wichtig, Schritt für Schritt sowas machen. Langsam mit der Rohkost und sich da ein bisschen reinfühlen und einfach schauen, wie ihr damit umgeht, wenn ihr mal einen Zeckenstich habt oder alles Mögliche. Aber in diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.